Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadowrun Returns. So, ja, sind jetzt hier als Hausmeister verkleidet und gehen einfach mal raus. So, gucken wir mal, ob hier irgendwas Schönes ist. Nein. Und dann geht's einfach mal hoch. Der Vorgesetzte sieht aus wie ein Staffer Shack Manager, der sich einbildet, dass er Karriere machen wird, anstatt sich einzugestehen, dass er ein beliebig austauschbarer Angestellter ist. Hey, da sind Sie ja. Ich bin Steven Scott, Ihr direkter Vorgesetzter. Tut mir leid, dass ich Sie vorhin verpasst habe. Aber ich habe erst vor einer Stunde erfahren, dass Sie heute anfangen. Sie sind erst zu spät im System aufgetaucht. Muss irgendein Systemfehler sein. Normalerweise würden wir Ihnen einen Orientierungstritt zeigen. Orientierungstritt? Und unser Unternehmensleitbild besprechen. Aber nun, es tut mir leid, der erste Tag wird vielleicht ein wenig hart für Sie werden, aber wir brauchen Sie, um ein wenig Blut aufzuputzen. Vielleicht auch viel Blut. Gut, was können wir sagen? Die können sagen, den Dreck anderer Leute wegzumachen ist mein Job. Stimmt ja, ich bin ja ein Hausmeister. Das schaffe ich schon. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Sie werden alle Hände voll zu tun haben. Gestern Abend gab es einen Einbruch. Ein paar Leute wurden. Naja, machen Sie einfach alles auf dieser Ebene sauber. Ach und, die Leute sind heute alle etwas nervös. Versuchen Sie möglichst unauffällig zu sein und machen Sie keine Schwierigkeiten. Sonst werde ich gerufen und mir bleibt keine Wahl, als Sie zu verwarnen und eine Notiz in Ihre Akte zu vermerken. Diese Ebene sauber machen und mich aus Schwierigkeiten raushalten. Verstanden. Ich hoffe, Sie schnappen die Leute, die das getan haben. Nur ein Narr würde ein Büro des Telestrians-Konzern angreifen und denken, er würde damit davonkommen. Entschuldigung. Arbeiten Sie sich einfach von Raum zu Raum vor und säubern Sie, was sauber gemacht werden muss. Viel Glück und willkommen bei Telestrian. Okay, müssen wir jetzt hier wirklich putzen? Gucken, was der zu erzählen hat. Na? Was kann ich für dich tun? Ich muss nach oben. Mein Vorgesetzter sagt, dort stehen Putzarbeiten an. Die obersten Stockwerke dürfen nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis von Eric Silverstar zum VP der Sicherheitsabteilung betreten werden. Du kannst dich gern um die unteren Stockwerke kümmern, wenn dein Vorgesetzter das möchte. Na gut, dann mache ich mich besser wieder an die Arbeit. Okay. Kann man sie sauber machen? Nö. Dann gehen wir mal hier rein. Sieh mal, Raoul, ich weiß, dass ich den Schacht da nicht. Dass ich den Schacht da nichts ist. Dass in dem Schacht da nichts ist. Ja. Und du weißt das auch. Aber als ich Silvassa das gesagt habe, hat er mich beschuldigt, dass ich nur nicht reinkriechen will. Hat gesagt, dass ich eine Enttäuschung für die Firma wäre, weil ich meiner Pflicht nicht nachkomme. Die Anzüge liegen ohne Zweifel ihren Führungsgrundsätze. Ja? Die Anzüge lieben ohne Zweifel ihre Führungsgrundsätze und all diesen Dreck. Aber heute ist nicht der richtige Tag für diesen. Die Pflicht kommt an erster Stelle, Mist, von Celestian Corp. Ein paar von uns haben letzte Nacht ihre ultimative Pflicht erfüllt. Wir sollten glücklich sein, dass Mr. Celestian heute nicht hier ist. Kletter einfach rein und sieh dich nochmal um. Ich muss nach oben gehen und Bericht erstatten. Reden wir mit ihm. Tut mir leid, dass ich den ganzen Dreck auf den Boden verteilt habe. Ich kann einfach nicht glauben, was den Jungs von der Nachtschicht zugestoßen ist. Ja, ich kann das nicht glauben, dass die Saboteure es bis zur obersten Stockschaft geschafft haben. Nein, soweit ich das sehen kann, hat das unsere Leute ziemlich übel erwischt. Ja, sie haben unsere Jungs ziemlich alt aussehen lassen. Müssen echte Profis gewesen sein. Na, bist du fertig mit dem Klettern in den Schächten? Schau mal,
Ich muss diesen Raum fertig kriegen, wenn ich keine Schwierigkeiten bekommen möchte. Wenn jemand fragt, hast du mich darin gesehen? Klar. So. Okay. Den Common-Link installieren. Die Zugangsklappe löst sich mit einem leisen Plopp und du steckst schnell einen Chip hinein. Okay. Machen wir mal hier rein. Na was? Kann man hier irgendwas machen? Nee. Irgendwie müssen wir ja auch rauskriegen. Gut, dass du da bist. Kannst du es fassen? Sylvester nennt es einen Eingriff, aber ich erkenne einen Shadowrun, wenn ich ihn sehe. Fang am besten in der Ecke da drüben an und pass auf, dass kein Putzmittel an meinen Server gelangen. Ach, wir haben nicht genug Charisma. So, K, verstehe schon. Hier erfährt man wohl nie, was hier wirklich los ist. Wenn sie einen Eingriff nennen, wird das schon stimmen. Glaubst du alles, was unsere kommerziellen Oberherren zu verkaufen? So dumm siehst du gar nicht aus. Egal, mach hier einfach sauber und verzieh dich. Pass auf, was du sagst. Letzten Monat wurde mir ein Urlaubstag gestrichen, weil ich mich über unsere Uniform beschwert habe. Vielleicht würde es unseren Oberherren interessieren, wie du in ihrer Abwesenheit über sie sprichst. Vielleicht. Wenn ich kein dreifach zertifizierter Matrix-Techniker der Stufe 7 wäre, der seit 15 Jahren den Dreck am Laufen hält. Weißt du, was ich noch weniger mag, als mir den Corpse-Steak unserer Exes ranzuhören, du Tschub? Mir denselben Dreck von einer Putzkraft anzuhören. Ich erhole einen Vorgesetzten. Oh, das war nicht gut, vielleicht. Entferne die Zugangsklappe, bla bla. Ja, und wieder erledigt. Nimm ein paar LAN-Teile. Matrix-LAN-Teile bekommen. So. Hören Sie, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich zusammenreißen. Reißen Sie sich am Riemen. Es sei denn, Sie möchten mit einer Schaufel in der Hand in Talestras Stallung arbeiten. Tut mir leid, Boss. Hier ist ja echt was los. Ich hatte gehofft, ich hätte etwas mehr Zeit, mich einzuarbeiten. Ich bin nicht wirklich der soziale Typ. Deswegen schiebe ich für gewöhnlich die Nachtschicht. Ich werde vorsichtiger sein. Das hoffe ich. An Ihrer sozialen Fähigkeit sollten Sie allerdings arbeiten. Sie werden sie brauchen, um hier weiterzukommen. Okay. Also unauffällig ist das nicht, was ich hier gerade mache. Ich muss sagen, das sieht echt nicht gut aus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nichtsdestotrotz, unsere Daten zeigen, dass dieser Terminal nicht entsprechend Telestrians Konzernrichtlinien gesperrt wurde. Sie sind ihren Pflichten nicht nachgekommen. Ich weiß, ihr Sicherheitstypen lebt nach dem Motto Pflichtbewusstsein über alles, aber ich bin das wahre Opfer. Das schwöre ich. Wenn Mr. Silverstar seine nächste Beförderung erhält, wird das vielleicht auch das Motto für euch Büroknechte werden. Zurzeit scheint euer Motto ja vorzeitig nach Hause gehen und meine Verantwortung ignorieren zu sein. Gehen Sie nirgendwo hin. Ich muss das melden. Sehr, sehr komisch hier. Jetzt wollen wir mal mit ihm schnacken, den irgendwie herauskriegen. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Sieht aus, als hättest du ernste Probleme, Chammer. Verzieh dich, es sei denn, du kannst auch zerstörte Karrieren ausweichen. Ich habe da etwas gefunden, vielleicht, was dir helfen könnte. Das bezweifle ich. Kennst du den Typen, der gesagt hat, das Leben ist nicht fair? Er hat vor mir gesprochen. Ha. Und von mir. Ich war früher
in der Buchhaltung, ein paar Stockwerke weiter oben, ein paar Drinks zu viel auf der Weihnachtsfeier und jetzt stehe ich hier. Du sagst es, wenn du nur wüsstest, was ich hier alles aufwischen muss. Das musst du mir nicht sagen. Eigentlich würde ich es bevorzugen, wenn du mir gar nichts sagst. Verzieh dich einfach. Kein Grund, gleich die Fassung zu verlieren, schau mal. Es finden sich sicher mehr als genug Schuldige. Es ist alles so unfair. Sie haben kein Recht, mir für etwas die Schuld in die Schuhe zu schieben, das von Sicherheitspersonal hätte bemerkt werden müssen. Das stimmt, als ob diese Leichen hierdurch entstanden wären. Dass jemand sein Terminal nicht gesperrt hat, nachdem Sicherheitspersonal so gesagt hat. Also nachdem, was das Sicherheitspersonal so gesagt hat, hast du eine schlechte Situation schlimmer gemacht. Willst du sagen, ich bin verantwortlich für was passiert ist? So etwas muss ich mir nicht anhören. Ich hole deinen Vorgesetzten. Ich glaube, Mission ist fehlgeschlagen. Ich kann diesen Dreck jetzt echt nicht gebrauchen. Wenn es noch Probleme gibt, wird Ihr erster Tag bei Tedeschi Industrie auch Ihr letzter sein. Tut mir leid, Boss. Hier ist echt was los. Ich hätte gehofft, dass ich mich jetzt mehr einarbeiten kann. Ich weiß. Hier geht alles drunter und drüber. Der Einbruch hat alle durcheinander gebracht. Lernen Sie ein wenig schneller. Uiuiui. Hier ist alles verschlossen. So, was haben wir? Die Räume alle. Den haben wir. Hier liegt noch eine tote Leiche. Jetzt reden wir mal mit ihm. Ich muss nach oben. Mein Vorgesetzter sagt, Putzarbeit an. Na gut. Hey, ich habe all diese Chips in einigen der Matrix-Schaltkästen gefunden. Sind die wichtig? Der Wachmann scheint einen Moment nachzudenken und aktiviert dann sein Comlink. Er dreht dir den Rücken zu und führt ein kurzes Gespräch. Dann dreht er sich zu dir um. Mr. Silverstar möchte dich augenblicklich in seinem Büro sehen. Okay. Nee, warte mal. Wir haben 40 Karma-Punkte zu verteilen. Die sollten wir auch mal nutzen. Mal ein bisschen was hier rein. Mal ein bisschen was als Charisma. Ist aber, gut. Wähle einen dieser Gebräuche aus. Das heißt, für das angemessene Verhalten. Wir haben Shadowrunner, wir haben Straßenakademiker. Nochmal Sicherheitsfirmen. Gut. Dann wollen wir nochmal auf Stärke gehen. Stärke, danke. Was Stärke? Nee, war das gar nicht. Schnelligkeit. Legt die Trefferwahrscheinlichkeit im Fernkampf fest? Ja, ja. Ja, auch hier noch mal welche rein. Und da. Bestätigen. Und jetzt speichern wir den ganzen Kram. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mal gucken, was Mr. Silverstar zu erzählen hat. Auf bald, Leute.